Whose is it? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Life is Strange. Wir haben das ja eigentlich schon mal gemacht, ne? In der letzten Aufnahme. Und ich hatte ja eigentlich Eingreifen gewählt. Und ich weiß nicht, auch wenn es jetzt immer noch für mich persönlich die bessere Entscheidung ist, ich weiß nicht, inwiefern er Einfluss haben kann auf unsere schulische Laufbahn, sag ich mal. Ach, weißt du was, scheiß drauf, du kannst mir gar nichts. Du bist nur so ein Security-Typ. I'm sorry, that was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down! Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. Doch. I have to think about my own future. Doch, ich glaube, das war ganz gut. Der kann ja sowieso nichts. Also, wie will er, erstens mal, wie will er das beweisen, dass es wirklich unsere war? Ach nee, komm. Kann ich mit dir nochmal sprechen erst? Ja. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Can you actually use it? After about 100 online videos? Hell yeah. Just don't keep it in your pants, okay? Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Oh ja, das stimmt allerdings. Da stehe ich voll auf Chloes Seite. Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. Okay, sie hat gesagt, wir sollen aus dem Fenster raus. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück bei Life is Strange nochmal. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel bis jetzt auch so sehr wie mir. Oh, ich freue mich schon auf die anderen Episoden, was da noch so kommen mag. Awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today.
Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich wollte gerade gucken, ob meine Aufnahme läuft, aber ich werde einfach hoffen müssen, dass sie läuft. Okay, da geht's zum Leuchtturm hoch. I feel like I'm in my nightmare again. Wunderschön. Was ist das? Ach, Müll. Okay. Kann ich denn auch von dem Pfad runter? Ich wäre gern da lang gegangen. Kann ich anscheinend nicht. Wir haben eine Nachricht von Warren. Oh. Oh, Warren hat ein blaues Auge bekommen. Wegen uns. Erda und Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Oh. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Kay? Versprochen. Kein Problem. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Kek? K-E-K? Was? Ach ja, ich wollte hier ja mal alle... Wisst ihr was? Ich mache mir mal dazu eine Notiz. Ich werde das mal, entweder werde ich es zwischendrin irgendwann mal machen oder am Ende von der ersten Episode, dass wir uns mal das komplette Tagebuch durchgehen. Ich schreibe mir das mal eben auf, ja, dass ich das nicht vergesse. Life is strange. Komplettes Tagebuch lesen. Weil wir wollen ja auch alle wissen, was da so in Maxes Tagebuch steht. Okay. Okay, hier sehen wir, wir haben jetzt Montag. Das heißt, und es, ich glaube, die Episode 1 geht noch relativ lang. Wir haben hier noch 4 verschlüsselte Abteilungen, sag ich mal. Okay, wir haben hier 2 Personen, die uns noch fehlen. Okay, das werden wir alles in dieser einen... Ja, ich glaube, ich werde dafür eine eigene Folge machen. Eben für das hier, dieses Tagebuch komplett mal durchlesen. Die einzelnen Personen kennenlernen, Max Tagebuch durchlesen. Einfach mal komplett alles. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Geschichte. Birds are so lucky, they can always escape. Oh, wie schön. Lagerfeuer. Wir gehen gleich zu Chloe. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Trust no one. How long has that been here? Clearly, the Bigfoots are everywhere. Fußabdrücke? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Da kann ich nicht rein. Wow. Guckt euch mal das, diese Aussicht hier an. Ist an sich ein schöner Ort zum Leben, glaube ich. Those glyphs remind me of the wind. Ja. Das, da fährt ein Schiff. Cool. Da geht's zum Leuchtturm. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Da kann ich nicht lang, da ist eine Alpha-Wand. Karte. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Ich schätze mal da. Da ist ihr Baumhaus, schätze ich mal. Oh, wow. Okay, ich muss das mal so kurz lassen für ein Thumbnail, das ist ja wunderschön. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Kann ich von ihr ein Foto machen? Anscheinend noch nicht. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Du bist gut gelaunt, mit Vergnügen.
You're in a good mood. Seeing my step-dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step-douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Hat Kate blöd angemacht. Ich hätte ein Foto machen sollen. I should have taken his photo when he flipped out on Kate today. Machen sollen. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Was? Scheiße, ich habe gar nicht zugehört. Worum ging's? Mist. Entschuldigung. Nein. Not me. Not Max, the quiet wallflower. Shut up. Good thing you didn't look. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Was ist Nathans Geheimnis? Selbst deins? Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Wie viel? How much do you owe? 3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Yeah. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. It was insane. Das ist echt krank. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Ist immer noch gefährlich. Lass uns die Polizei informieren. Also ganz ehrlich, wenn uns der... Wie nennt man den? Den Leiter von der Schule. Scheiße, mir fällt das Wort nicht ein. Ja, ihr wisst ja, wen ich meine. Wenn der uns schon nicht glaubt, weil Nathans Familie ja schon ziemlich reich ist und glaube ich mit oder beziehungsweise halt alles hier irgendwie mit bezahlt hat, glaube ich nicht, dass uns die Polizei glauben wird. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die auch mit der Polizei irgendwie zusammenstecken. Ich glaube, das ist eher... He's still dangerous, Chloe. Nicht so gut. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Thank you.
Oh, das Reh. Ich glaube, wir sollen ihm folgen, oder? Is Chloe still up there? Oh. I have to find out. Oh Gott, das war nicht so gut. Komm, lauf. Lauf, Max. Lauf, lauf, lauf. Ich komme. Ich glaube nicht, dass Chloe da oben ist, oder? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen... God. Oh my lord! The tornado is back! Is this for real? Oh my god! Oh! Entschuldigung, falsch wieder zu. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Okay. Am 11. Oktober wird das passieren. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have Nein, gar powers, nicht. Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. It's schneit. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Krass. Okay, Schnee bei 25 Grad ist schon etwas seltsam. Oh, Chloes Mutter. Oh, Warren, er tut mir so leid. Kate! Oh nein! Wer ist das? Der Hund. Victoria. Nathan. Through the blizzard.
Rachel? Oh, okay. Da war ich dann doch etwas falsch gelegen mit die erste Episode dauert noch etwas länger. Das war die erste Episode. Cool. Ja. Ich lasse erstmal die Credits ablaufen. Okay, ich werde mir auf jeden Fall noch die anderen Episoden kaufen, denn die erste Episode ist ja kostenlos bei Steam gewesen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt direkt jetzt hier im Anschluss noch weiterspielen kann, denn ich muss das ja erstmal kaufen, dann erstmal installieren und das Problem ist, bei uns dauert das immer ein bisschen, bis das installiert ist. Ich glaube, das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Oh, das ist dann aber heute eine kurze Folge, eine kurze Aufnahme gewesen. Oh Mann, oh. Ja, ich glaube, oh Gott, ich glaube, ich werde dann noch ein bisschen Soma aufnehmen, oh. Oder? Na, vielleicht mal gucken, vielleicht, ich hatte ja auch vor, Doki Doki Literatur Club nochmal aufzunehmen, um die anderen Enden noch zu zeigen. Vielleicht mache ich auch das. Aber das muss ich auch erst wieder installieren. Kacke. Oh Mann. Okay, ihr werdet sehen, was als nächstes kommt. Oh Mann, ich freue mich so auf Life is Strange. Wirklich, das glaubt ihr mir gar nicht. Am liebsten würde ich es jetzt direkt weiterspielen, aber... Ich muss auch sagen, die Musik von Life is Strange ist super. Also es passt wunderbar zu der Atmosphäre von dem Spiel. Ich muss mal gucken, ob es das zu kaufen gibt. Ach ja, ich bin echt mal gespannt, was da noch kommen mag. Also wir haben ja gesehen, dass der Tornado wird am Freitag, den 11. Oktober kommen. Das haben wir ja auf der Zeitung gesehen. Und das sind nur noch 4 Tage bis dahin. Ich bin mal gespannt, was Max da noch machen will. Ob sie wirklich so krasse Kräfte hat, um das irgendwie zu umgehen. Ja, oh, wie lang gehen denn die Credits noch? Ja, das war die erste Episode von Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir persönlich hat es super viel Spaß gemacht. Ich feiere das Spiel richtig, richtig, richtig. Und wie gesagt, das ist mal eine schöne Abwechslung zu Horror in meinen Augen. Das ist so entspannend fast irgendwie. Also es ist jetzt nicht langweilig, im Gegenteil, es hat Spannung, also ist spannend. Man weiß nicht, was passiert. Und man muss tatsächlich auch was machen. Also die Zeit zurückspulen ist ja nicht so einfach ein Knopf gedrückt. Da kann auch ziemlich viel schief gehen, glaube ich. Ich möchte es nicht rausfinden.
Ich rede wieder ziemlich viel Quatsch, muss ich gerade feststellen. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich bin jetzt einfach mal still, bis die Credits aufhören. Ich könnte es jetzt gerade nicht sehen, aber mein Hund liegt sehr, sehr süß auf dem Bett gerade. Normalerweise ist sie ja bei meinen Let's Plays immer so ein kleiner Nebengast. Thanks for playing. Ja, danke euch für dieses wunderschöne Spiel. Oh, cool. Hier, wir haben, können uns hier unsere Ergebnisse angucken. Wir haben die Wahrheit verheimlicht. 36% haben die gleiche haben das gleiche gewählt wie wir. 64% haben dagegen Nathan gemeldet. Und wir haben Victoria getröstet. 74% haben das gleiche gemacht. Du hast ein... Ah, shit, wir hätten das wirklich... Du hast eingegriffen und Kate geholfen. Das haben zwar 84% gemacht, aber ich glaube wirklich, dass es besser gewesen wäre, wenn wir davon ein Foto gemacht hätten. Denn dann hätten wir einen Beweis gehabt, dass David Kate da belästigt hat. Okay, wir hätten bei dem, wo wir uns im Schrank versteckt haben, gab es 4 verschiedene Möglichkeiten. Du hast die Schuld auf dich genommen, du hast Chloe die Schuld gegeben, du bist im Versteck. Wer würde denn Chloe bitte die Schuld geben? 1%. Ja gut, du bist herausgekommen, um einzugreifen. Schön. Und hier haben wir noch so ein paar kleinere Sachen. Dein Porträt. Mrs. Grants Petition haben wir unterschrieben. Alyssa haben wir geholfen. Was ist das? Das habe ich gar nicht gesehen. Du hast Kates Tafel nicht sauber gewischt. Was war das? Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Oh nein, ich habe das nicht gesehen, sonst hätte ich es gemacht. Oh. Kacke. Oh nein. Victorias Foto ist nicht angerührt. Ja, du hast nicht auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Hä? Wie haben wir denn das machen können? Du hast den Vogel gerettet. Du hast den Vogel sterben lassen. Voll viele haben den Vogel sterben lassen. Du hast Chloes Schneekugel nicht zerbrochen. Du hast keine Spuren hinterlassen. Du hast Davids Akten nicht gelesen. Wir konnten Akten lesen. Oh! Oh, das war jetzt gerade eine kleine Vorschau.
Life is Strange Episode 2, Out of Time. Ich würde das jetzt am liebsten voll gerne spielen schon, aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht runtergeladen, weil ich erstmal die Episode 1 spielen wollte. Aber ich werde mir auf jeden Fall die anderen auch noch kaufen, das steht gar nicht zur Debatte. Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Episode 2 fangen wir dann in der nächsten Aufnahme an, beziehungsweise halt in der nächsten Folge. Und ja, dann danke nochmal fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben auch natürlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Life is Strange oder von welchem Let's Play auch immer. Bis dahin, bye bye!